heute wieder ein kleines Vorstellungsvideo für euch von Juliana Nails. Ich habe mal wieder schöne UV-Lacke und zwei UV-Gele, Farbgele bekommen. Warte, meine Stimme so ein bisschen. Einmal ein Glitter-Color Rubin 2. Dann einmal Lachs-Orange. Einmal Glitter-Himbeer und einmal Lila. Ja, die trage ich jetzt mit euch auf. Ich fange auch erstmal mit dem Gel an. Ich zeige euch mal, wie schön das schon mal im Titel aussieht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also richtig schön glitterig. Und jetzt nehme ich mir ein bisschen was auf. Ich hoffe, ihr seid gut im Bilde. Also sowas Geniales, also so ein richtig geiles, dunkles Glitterrot. Glitterrot, Lila, ja, Weinrot. Wie auch immer. Richtig, richtig schick. Ist auch ziemlich dünn aufgetragen und schön deckend. Finde ich total schick. So, dann einmal kurz den Tipp säubern. Kommen wir zu Lachs Orange. Finde ich auch eine sehr coole Farbe. Da ist jetzt kein Glitter, kein nix drin. Also ein total cooler. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Meine Lampe blendet ein bisschen. So, also ein schöner Lachs Orange Ton. Auch hier trage ich auf, auch schön dünn und wie ihr seht, das lässt sich super verarbeiten. So, ich hoffe, ihr könnt es richtig schön erkennen, also ein richtig cooler Lachston. So, das wären die super Farbgele, sind auch meine ersten, die ich testen durfte. Also vielen Dank dafür nochmal. Und jetzt kommen wir zu den UV-Lacken. Da bin ich auch richtig, richtig gespannt. So, wir nehmen einmal das Glitter Himbeer. Ich schüttel die immer so ein bisschen. Also muss man, glaube ich, so nicht. Aber ich mache das immer, falls ein bisschen Glitter sich abgesetzt hat, damit das auch schön durchkommt. So. Und ihr wisst ja, UV-Lacke immer zweimal dünn auftragen. So. Obwohl ich sagen muss, es deckt hier schon sehr gut. Also dafür, dass es ein Glittergel ist, finde ich das super. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt richtig sehen. Also das glitzert und funkelt wie folgt. Warte, nehmen wir mal ein anderes Licht. Ein bisschen niedriger hier. So. Also es ist total genial. Eine total geile Farbe, muss ich wirklich sagen. Leider manchmal kommt es in der Kamera ein bisschen anders rüber, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr seht ja, von Glitzergel ist das ja nun doch schon ziemlich deckend. Finde ich richtig cool. So. Nun kommen wir zu Lila. Auch eine richtig geniale Farbe. Und wie ich eben ja schon gesagt habe, UV-Lacke, egal welche, ich mache immer zwei dünne Schichten, obwohl dieses jetzt auch schon wieder ziemlich deckend ist. Also ist schon, doch, ist schon ziemlich deckend. Man kann das sehen. Auf jeden Fall richtig genial, also so eine geile Farbe. Das ist so ein bisschen mit Metallic-Effekt, finde ich. So ein bisschen. Also es ist so ein kleiner Schimmer mit drin. Also total genial. Ja, also das sind so die UV-Lacke und die UV-Farbgele, Color-Glitter-Gele. Ich muss wirklich sagen, umso mehr ich teste, ich habe ja jetzt auch noch das Fazit zu meinem Modellage-Gel. Da werde ich jetzt aber ein extra Video für machen. Hier habt ihr jetzt auf jeden Fall erstmal den ersten Eindruck von den Farbgelen und von den UV-Lacken.
Und denkt dran, es gibt auch immer ein Base und ein, den gibt es auch bei Juliana Nitz, passend zu den, ein Base und Finish. Und dann hatte ich ja noch den blauen. Also ich bin super zufrieden mit diesen Farben. In der Preisklasse etwas mittel- bis hochpreisig. Ja, so, und dann komme ich noch zu meinem Fazit gleich und ja.